Ja, hallo, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, von München. Ja, heute mal auf glattes Eis. Ja, ich wurde darum gebeten, da von meiner Gay-Community, die sagte, Mensch, wir wünschen uns, dass du mal Princess Charming besprichst. Und ja, okay, mache ich das mal mit der Folge rauskommen, war natürlich gleich echt super coole Folge. Es gibt einen neuen Kurs bei mir übrigens zum Frühbucherpreis. Aktuell startet 1.8. Ja, zur Bearbeitung, Verständnis, Umarmung, Polierung deiner Glaubenssätze. Auch das war ein Wunsch von euch. Findet ihr auf liebeschip.de. Genau. Ja, wir nehmen uns jetzt die Sendung mal vor. Ich finde das Thema Polarität immer super spannend, also als ja, Austausch von einfach zwei verschiedenen Energien, weil das ganze Universum, also zumindest unser Universum, ist dual. Und ja, sexuelle Chemie entsteht aus Polarität und Polaritäten kann man annehmen, kann man wechseln, also sind nicht festgefügt und ja, nur weil man in bestimmten Polarität ist, heißt das jetzt nicht, ja, also kann man lesbisch, bisexuell, sonst was sein, heterosexuell und so weiter, spielt also alles keine Rolle. Meiner Ansicht nach braucht man auch da gar nicht so viele Begriffe für, wie gegenwärtig kursieren, aber ist ein anderes Thema. Und ich finde das jetzt spannend, also ich finde das teilweise bei Homosexuellen noch einfacher so zu kommentieren, aber... Und es ist auch nicht, ja, ich meine, ich bin so richtig Hetero-Mann, klar, und aber klar, natürlich auch vor allen Dingen auch lesbische Paare betreut und ich wage mich da mal ran und wenn ich irgendwelche falschen Ausdrücke benutze, ja, ich will da niemandem zu nahe treten, deswegen spreche ich heute mal auch nicht von männlicher oder weiblicher Polarität, sondern ich sage einfach mal Team Blau, Team Rot, so, ne, Team Blau wäre... Wenn man so will, im weitesten Sinne männliche Polarität, was einfach nur eine andere Energieform ist und ja, Team Rot entsprechend. Und wenn ihr da bessere, vor allen Dingen, wenn das ja, vielleicht lesbische Frauen schauen, wenn ihr bessere Wörter dafür habt, bin ich auch sehr neugierig. Ich sammle das auch gerade für Soul Matching, wie man das so am besten beschreiben kann, dass es verstanden wird auch. Und ja, gut, aber schauen wir uns die Folge mal an. Das war ja echt, da hat RTL ja echt einen Bämmer. Ich mache den Link auch mal unten runter, einen Bämmer eingefügt. kann man ja echt nicht anders sagen. Ja, zum ersten Mal kurzer Clip zu Elsa. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich gewinne. Ich werde gewinnen, aber es ist schon okay. Also ich finde, Elsa ist für mich jetzt typisch jemand Team Blau, also... ja, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal einmal, blau, wenn man so will, männliche Polarität. Was, wie gesagt, beide Geschlechter jederzeit haben können, auch je nachdem, ob man datet. Also es ist das, worum man sich wohler fühlt irgendwie, ne? Elsa ist für mich auch vom ganzen Kleidungsstil, ja, typisch, kommt auch super gut an in der Villa. Da war auch noch jemand anders drin, der auch total Team Blau war. Das war Saskia, kam auch super gut an und ja, Elsa, ja, mega selbstbewusst und wird da weit mitkommen. Ich denke allerdings nur bis zum zweiten Platz. Jetzt kommt der absolute Kracher, dass die Irina, also das ist echt, da haben sie echt einen Coup gelandet, ist ja auch wirklich eine interessante Frau, wo ich jetzt auch ehrlich gesagt, bei Irina finde ich das unheimlich schwer zu sagen, welcher Polarität sie eigentlich hauptsächlich schwingt oder ob das wechselt bei ihr immer. Ich finde sie schon sehr tough. Aber ja, wirkt teilweise auch also selbstbewusst, können ja sowohl männliche als auch weibliche Polarität sein, aber naja, interessant auf jeden Fall der Bämmer ist, dass sie eine Zwillingsschwester hat, eine Eineige, und das, also, das ist echt nicht zu fassen, super cool und die sehen auch super ähnlich aus, bis auf, muss ich es einfach mal sagen, die Oberweite, also keine Ahnung, wieso das leuchtet, habt ihr da eine Erklärung für? Also das wird auch komischerweise die ganze Zeit gar nicht angesprochen, dann sagen die später ja, deine Wimpern, dein Haarschnitt, aber also ich weiß nicht, ob mir nur das sofort auffällt, dass das komplett anders aussieht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die eine andere Figur haben trotzdem oder
anderen BH oder ob das nachgearbeitet ist. Steht ja auch jedem frei, aber das wird komischerweise nicht thematisiert und ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber ansonsten total interessant, wie gesagt, eineiige Zwillinge und trotzdem merkt man einfach, dass die ganz anders sind und wie gesagt, von der Tendenz her erlebe ich Irina oft eher so ein bisschen mehr Richtung Team Blau-Polarität und ihre Schwester Kathi heißt sie, glaube ich, ist, das finde ich so witzig, weil die Zwillingsschwestern sind, ja, wirkt auf mich Team Rot-Polarität und finde ich super spannend, also meiner Ansicht nach benimmt sie sich auch sehr anders und das habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen bei Zwillings, eineigen Zwillingsschwestern. Ist auch so, dass Kathi hetero ist offensichtlich und ja, das ist echt, also hochinteressant und sehr abgefahren. Ja, dann, klar, kommt natürlich, was kommen musste. Die Zwillingsschwester geht natürlich inkognito da in die Villa. Und was ich jetzt super spannend finde, ich glaube, das wird keiner mit rechnen, dass es die Zwillingsschwester ist. Und ja, was man dann sieht, ist, dass auch so die Gespräche gar nicht so richtig in Gang kommen. Heute Morgen war es ja auch nicht. Ja, heute Morgen war es. Nee, heute Morgen war es wirklich kalt. Heute Morgen war es so grau. Ja, es war nicht so schön. Nee, ja. Ja, Irina hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Und was ich jetzt mal so sagen würde, dass ja, man merkt, dass da eine andere Seele ist und die wissen halt nicht, was es ist. Ne? Warum da auch wieder keiner sagt, ist auch egal, ich will das nicht weiter breit reden, aber egal. Aber sie merken, ja, es ist irgendwie anders und ist auch witzig, wie deine Gespräche gar nicht in Gang kommen, fand ich. Vielleicht ist es aber auch einfach so gefilmt gewesen, ich weiß es nicht, aber super spannend. Ja, auch hier in diesem kleinen Ausschnitt. Ja, auch vor ihre Ecken und Kanten. Ja, was siehst du so? Also, hau ruhig raus. Kann man wieder sehen, dass also Kathi, die Zwillingsschwester, wirklich ein ganz anderes Wesen hat. Ne? Das ist mir noch nie so aufgefallen, finde ich total krass. Aber vielleicht kennt ihr auch, ich kenne leider jetzt nicht groß eineige Zwillinge, habt die mal, ja klar, läuft man ab und zu jemand über den Weg, aber ich finde es mega, mega krass. Ja, dann will ich hier mal lieber nicht reinschneiden, dann zu viel nackte Haut wahrscheinlich. Ja, gibt es eine riesen Kussorgie, die wiederum Gesa ausübt. Ja, wie gesagt, total Team Blau, upfront, geht drauf zu, geht Risiken ein und kommt damit ja auch echt gut an. Und ja, finde ich macht sie echt gut und mischt den Laden da ja auch echt ordentlich auf und ja, knutscht im Endeffekt mit jeder im Jacuzzi rum und schon sehr witzig. So, jetzt kommt dann, gibt es noch ein Einzeldate, gehe ich jetzt mal nicht so drauf ein, außer dass man dann vielleicht mal sagen muss, dass die Irina ja jetzt echt mit allen rumgeknutscht hat. Was ich lustig finde, soll sie machen. Ich habe nur gedacht, manchmal stelle ich mir mal so vor, wie das jetzt, wenn das jetzt ein männlicher Bachelor wäre, würde man jetzt natürlich wieder sagen, boah, der nimmt jede durch und hält die Karten verdeckt. Also ich bin sicher, weiß nicht, wie ihr das seht, ein Mann würde viel schlechter dabei wegkommen, wenn er sich genauso verhalten würde. Dass er einfach, ja, mit jeder erstmal auf diesen, weiß ich nicht, wie das, Nacht der Rosen heißt das ja jetzt nicht, aber auf diesen Abenden, wo da gewählt wird, erstmal mit jeder im Zimmer verschwindet, rumknutscht. Wenn das ein männlicher Bachelor machen würde, oh mein fucking Gott, das wäre dann wieder toxische Männlichkeit und ich weiß nicht was. Also ich glaube, da messen wir echt mit zweierlei Maß, aber naja. Ansonsten, ja, auch hier finde ich jetzt persönlich, meine ganz persönliche Meinung, ohne jemanden antriggern zu wollen, sieht man sofort, wer Team Blau, Team Rot ist. Und so ist auch gut so, dass die Welt so ist. Es ist gut so, wie gesagt, das kann ja jeder auch. Mann kann sich entscheiden, heute bin ich in der weiblichen Polarität, morgen in der männlichen. Wie gesagt, immer die Frage, mit was fühlt man sich wohler, mit was will man daten, so, ne? Aber ja, kann man gut sehen, dass das bunt gemischt hier ist und ja, manche haben bestimmte, haben ihr Team, glaube ich, die ganze Zeit, manche wechseln vielleicht. Und ja, und dann zeigt man das eben auch entsprechend, weil man einfach in einem anderen Vibe ist, ne? Also finde ich, ich finde das ja so psychologisch hochspannend. Ja, jetzt kommt für mich was echt Schlimmes, muss ich echt sagen. Also
Bin froh, dass ich jetzt diese Folge als ich habe die anderen auch gesehen. Ich finde es auch echt eine super Sendung, muss ich echt sagen. Gea, also ich weiß nicht, wie das letzte Mal gesehen habe, mit wo sie gesagt hat, ja, wenn einem bei einer transsexuellen Frau stört, dass sie vielleicht noch männliche Genitalien hat, dann ist man transphob irgendwie. Also so ungefähr, wenn man bestimmte sexuelle Präferenzen, die man einfach hat, die wurden dann so mit transphob belegt. Und das fand ich, aber gut, ich finde das ganz schwierig. Haben die auch anderen auch, glaube ich, schwierig gefunden. So. Also wenn man mit irgendwelchen, weiß ich nicht, politischen motivierten Begriffen einfach kommentieren muss oder eine Schublade stecken muss, auf was jemand steht, und das ist dann gleich, weiß ich nicht, antifeministisch oder transphob oder rassistisch oder ich weiß nicht so, nur weil man auf irgendwas steht, irgendwie kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. In so einer Welt möchte ich persönlich auch nicht leben, aber hat diese, weiß nicht, ob die Persia X kennt, finde ich super witzig, die hat da ein tolles Video zu gemacht, mehr muss man da eigentlich gar nicht zu sagen, die ist ja so transsexuell. Und aber was jetzt passiert, ist, was jetzt hier gar nicht so schlimm ist, muss ich sagen, aber dass Gea, die da ja politisch völlig korrekt ist, was man, glaube ich, einfach nicht durchhalten kann, so, aber dann fragt, ob sie Irina küssen kann. Das ist jetzt hier nicht so schlimm irgendwie, weil erstmal knutscht sie sowieso mit ihm so. Und ja, keine Ahnung, ist da vielleicht auch nicht allzu wählerisch. Und also sie macht das auch irgendwie echt süß, muss ich auch sagen. Und dass auf jeden Fall ein Interesse geweckt ist. Mhm. Und ja, das wollte ich dir sagen. Okay, ja. Das wäre ganz nervös, wenn du so schnell stehst mit deinen schönen Augen. Und ich wollte fragen, ob ich dich küssen darf. Mhm. Aber ich kann euch nur, also für, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch dann unter denen anders oder so, aber ich kann nur sagen, als Mann kriegt man da so dermaßen auf die Fresse, wenn man, weiß ich nicht, vielleicht eine Frau außerhalb solcher Zirkel, wo man meint, man müsste da immer Konsens nachfragen, bevor man jemanden küsst. Die kotzen im Strahl, wenn du die fragst, ob du sie küssen darfst. Ne? Dann kriegt man unisono die Antwort, ja, entweder mach's oder lass es, aber frag nicht danach so. Und das, was jetzt nicht heißt, dass Konsens nicht wichtig wäre, nur der wird ja meistens nonverbal gegeben. Ne? Also das muss man halt lesen. Und das ist ja gerade das interessante Dating-Spiel, dass das, ja, dass man sich, weiß es nicht genau, man versucht es zu lesen. Man versucht, die Frau den Mann zu küssen, und wenn es, also machst du ja erstmal der Mann die Frau, und dann, wenn es nicht gefällt, dann dreht die Frau eben das Gesicht weg, und dann ist es klar, so, dann ist es, und idealerweise hat man vorher schon die Körpersprache richtig verstanden, ob es einen Konsens gibt oder nicht. Also natürlich will niemand geküsst werden, der es gerade nicht will, so, aber ja, das, meiner Ansicht nach gehört das zu diesem Dating-Spiel dazu, und also ich will in so einer Welt nicht leben, wo man das immer fragen muss, weil das echt, also meiner Ansicht nach, Leidenschaft und Spontanität und dieses Spielerische wegnimmt und dazu führt, dass auch Männer Frauen nicht mehr ansprechen irgendwann, weil sie einfach denken, soll ich jetzt erst Konsens nachfragen oder soll ich, kriege ich dann gleich hier mit dem, weiß ich nicht, mit der Genderpolizei Ärger, wenn ich irgendeine Frau irgendwo anspreche, und haben dann echt auch keinen Bock mehr darauf. Und ich möchte in so einer Welt nicht leben, wo man das so politisiert und ja, weiß ich nicht, darf ich jetzt das, darf ich deine Hand nehmen, darf ich dies? Oh, also ich würde in der Welt nicht leben wollen, aber naja. So, jetzt muss ich aber auch Gea mal loben, auch gleichzeitig, weil was dann jetzt nachher kommt, ist so eine, ja, was das häufig ist in diesen Bachelor oder was weiß ich, diese ganzen Trash-TV-Shows, dass ja, die Hauptperson auf dem Stuhl sitzt und alle machen so einen sexy Tanz. Fand ich jetzt ehrlich gesagt schlimmsten, war irgendwie awkward, ich weiß auch nicht, schlimmsten Teil der Folge, aber egal, waren glaube ich alle awkward, und ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, sie meinten, sie müssten jetzt sowas machen oder ist ja auch egal. Aber da, was ja auch schon ein paar Mal so ein bisschen Thema war, ist die, jetzt muss ich mal den Namen gerade finden, ich glaube, es ist auch Kati, hoffe, ich sage jetzt nichts
Falsches. Die hat sich da, ich glaube, es ist auch Kathi, ja, negativ hervorgetan, weil sie wirklich, da muss ich wirklich sagen, ohne Konsens, weder verbaler noch nonverbaler Konsens, ja, die Irina da also sehr frontal abgeknutscht hat. Ich muss dir jetzt mal ehrlich sagen, Kathi, ich fand, du warst ein bisschen übergriffig. Ja, ist mir auch egal. Und du hast ja so einen Arsch gepackt und so, und es war richtig unangenehm. Also, bitte erzähl mir nicht, wie Irina sich gefühlt hat, während ich sie geküsst habe. Wo ich mir auch wieder vorstellen würde, das wird es, glaube ich, weiß nicht, ob es das in einer, wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, in einer heterosexuellen Bachelor-Show, wäre, glaube ich, habe ich noch nie so gesehen, muss ich jetzt, weiß ich nicht, außer jetzt in diesen Mega-Trash-Formaten. Aber hätten, glaube ich, alle auch komisch gefunden, oder die haben es auch komisch gefunden. Und das, ja, und natürlich gibt es, manchmal wird ja Grenzüberschreitung immer mit Männern assoziiert, aber natürlich können Frauen auch grenzüberschreitend sein. Und das hat Gea super angesprochen, muss ich, also da war ich voll bei ihr, wo ich wirklich sagen muss, was sie gesagt hat, ey, das geht gar nicht. Und ja, das ist halt so ein feiner Grat, ne? Aber der macht meiner Ansicht nach Dating gerade interessant. Und mein Gott, ist ja auch nicht die Welt untergegangen jetzt von diesem Kuss. Und gut, sie wurde dann rausgewählt, konsequenterweise auch. Aber Gea wurde auch rausgewählt. Und klar, ich mache jetzt auch an persönlichen Präferenzen liegen. Aber meiner Ansicht nach ist dieses, wenn man so super, also ich mag das ja im Dating gar nicht, wenn jemand so super politisch korrekt, wir machen alles richtig, für mich ist das so aus dem Kopf irgendwie. Nicht, dass es das nicht geben sollte, dass sich Menschen darüber Gedanken machen, aber so in so einer übertriebenen Art, wie das heutzutage, finde ich, immer mehr wird irgendwie, dass das so, weiß ich nicht, wer zu einer Minderheit gehört, der, also beziehungsweise wenn man nicht zu irgendeiner Minderheit gehört oder nicht irgendwie unterdrückt oder Opfer ist, dann soll man gefälligst die Klappe halten. Also das finde ich ganz bedenkliche Entwicklung, aber gut, aber ja, meiner Ansicht nach hat sich damit auch, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen uninteressant gemacht. Und naja, aber gut. Sicher, wenn das so ihre Art ist, ist es ihre Art, und dann gut, muss sie letztlich ja auch authentisch sein, so, ne? Gut, non-binär und genderfluid und solchen Sachen, habe ich ja schon mal was zugesagt. Das glaube ich, müssen das auch nicht noch mehr hier anheizen, das Video. Aber naja, dann genau, die beiden wurden rausgewählt, und spannende Sendung. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also mein Favorit ist übrigens Lou. Ich glaube, dass Lou gewinnen wird. Und was ich jetzt spannend finde, dass Irina ja scheinbar sowohl auf Lou steht, als auch, also was aus meiner Sicht wirklich eine sehr Team-Rotfrau ist, und aber auch auf Elsa eine sehr Team-Blaufrau ist, was sich scheinbar erstmal so ein bisschen widerspricht. Aber wie gesagt, natürlich, ja, kann man sich da explorieren in beiden Energien, und ich bin mal gespannt, wofür sich letztlich entscheidet. Aber weiß sie, wie gesagt, auch eher so dieses taffe, bisschen härtere, könnte ich mir vorstellen, dass es mehr matcht mit Lou, aber wir werden sehen, ne? Das einzige Problem ist, glaube ich, dass sie 10 Jahre Altersunterschied haben, was sie, glaube ich, nicht so geil findet. Und ja, super spannende Folge. Wenn ihr da mehr von sehen wollt, bitte unbedingt kommentieren, weil das immer, ja, es dauert immer ziemlich lange, sich das alles so zu anzugucken. Und dann melde ich mir das zurück, und dann mache ich das nächste Woche wieder. Und wir werden es mal wiedersehen.